Hallo lieber Gerald, wir haben jetzt noch einmal die Bilder gesehen, die heute stattgefunden haben am Judenplatz. Ganz allgemein, was sagst du denn zu dieser doch sehr untypischen Situation? Ich bin äußerst betroffen. In den letzten 24 Stunden wurden in Amsterdam jüdische Mitbürger gejagt, wie zu Zeiten des Holocaust, von jenen, die politische Elite in Europa importiert haben. Karl Lagerfeld hat einst gesagt, du kannst nicht Millionen von Juden töten und dann ihre größten Feinde ins Land holen. Das ist über die Jahre und Jahrzehnte passiert. Und dass ausgerechnet in Wien die österreichische Hochschülerschaft jene Vertreter jener Partei kritisiert, die in Wahrheit diesen islamistischen Terror in Europa und damit die Angriffe auf das Judentum verhindern wollen, sich gegen diese demokratischen Repräsentanten stellt, ist in Wahrheit pervers. Und einer der Demonstranten hat heute gesagt, Walter Rosenkranz würde quasi mit seinem Respekt vor den jüdischen Mitbürgern, die ihr Leben lassen mussten, ihnen ins Gesicht spucken. Ich würde sagen, die Demonstranten leben in einer verkehrten Welt. Sie haben den jüdischen Mitbürger ein zweites Mal ins Grab nachgespuckt. Lieber Gerald, beginnen wir vielleicht von Anfang an. Es gab ja heute dadurch zwei eigentlich Gedenkveranstaltungen und bei der ersten war ja Walter Rosenkranz überhaupt nicht erwünscht, er wurde gar nicht geladen. Wie politisch kann man sowas denn betrachten? Was sagst du dazu, dass der erste Nationalratspräsident dann nicht erwünscht war? Ich halte das für zutiefst unklug in der jetzigen Zeit. Ich halte solche Machtgebärden und solche parteipolitischen Demonstrationen und parteipolitisches Agitieren gerade im Gedenken an die vielfältigen Opfer, die zwischen 33 und 45 auf dem europäischen Boden ihr Leben verloren haben, verfolgt wurden, das halte ich für unerträglich. Ich halte es im Jahr 2024 für unerträglich, Vergleiche zu ziehen zwischen demokratischen Parteien und dem nationalsozialistischen Regime. Warum? Weil man damit das nationalsozialistische Regime relativiert. Und das steht niemandem zu. Absolut niemandem. Niemandem auf der Welt. Weder Linken, noch Rechten, noch Progressiven, noch Konservativen. Auch keiner Religionsgemeinschaft steht es zu, parteipolitisch Opfer, Menschenleben zu missbrauchen und billige Parteipolitik zu machen. Und ich möchte ehrlich sagen, ich bin selten erschüttert. Aber heute bin ich erschüttert, was eine parteipolitisch agierende Hochschülerschaft sich hier in Wien geleistet hat. Das ist in Wahrheit kaum mit Worten zu beschreiben, an Tagen wie diesen, wo wir in Wahrheit Menschen gedenken sollten, die völlig unschuldig in den Tod gegangen sind. Wie findest du, war die Reaktion von Walter Rosenkranz? Richtig. Ich kann nur sagen, richtig. Walter Rosenkranz hat absolut richtig reagiert. In seinen Worten und in seinem Zurückweichen kommt sein Respekt vor der Demokratie, auch vor der Meinungsfreiheit zum Tragen. Jeder soll in diesem Land Meinungsfreiheit haben. Das wird derzeit von einigen in dem Land nicht so gesehen. Walter Rosenkranz hat sich aus meiner Sicht sehr vornehm, sehr nobel verhalten. Ich wüsste nicht, zu welchen Äußerungen mich meine Emotionen angesichts einer solchen Tat geleitet hätten. Mein Vater konnte nur überleben, weil ein jüdischer Pole, der nach Großbritannien flüchten musste, dann mit der Besatzungsarmee nach Graz zurückgekommen ist. Ich würde wahrscheinlich heute dieses Interview nicht geben, wenn es nicht jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger nach dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg gegeben haben, die einen Teil meiner Familie geschützt haben. Daher habe ich auch ein persönliches Interesse. Ich sehe als Christ das Judentum immer als meinen älteren Bruder an. Und das habe ich immer gesagt. Aber ja, wie gesagt, Verständnis und Respekt, das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen, darf niemals eine Einbahnstraße sein. Jetzt wurde ja auch vor Ort diskutiert, einerseits, dass es ein friedlicher Protest sei, haben die Demonstranten gesagt, das hat Walter Rosenkranz widerlegt. Wie würdest du sagen, konnte man das definieren, diese Szenen? Im protokollarisch zweithöchsten Mann, währenddessen der Bundespräsident nach einer Bandscheibenoperation außer Gefecht ist, daran zu hindern, im Namen von 183 Abgeordneten des österreichischen Nationalrates, des Parlaments, des Bundesrates und damit der österreichischen Demokratie, Menschenopfern den Respekt zu erweisen, das hat für mich sehr viel mit passiver Gewalt zu tun. Und ja, es ist zwar nicht der herkömmliche gewalttätige Protest, Pflastersteine gegen Andersdenkende, aber es ist die Verhinderung
des Respekts der österreichischen Demokratie vor den Opfern des Nationalsozialismus. Daher kommt für mich eine gewisse Gewalt hier schon zum Tragen. Hätte die Polizei etwas anders machen sollen oder können? Beide Veranstaltungen waren natürlich angemeldet. Hätte man sagen müssen, Walter Rosenkranz hat dennoch ein Recht, auch dorthin zu gehen? Oder war es in Ordnung, einfach zu schauen, dass es nicht eskaliert? Während der Bundeskanzler und der Bundespräsident in dem Land und jeder Minister mit einer Horde von Personenschutz und Polizei unterwegs ist, alle Termine inszeniert sind, kaum Kontakt zum Volk haben, hat man in Wahrheit den protokollarisch zweithöchsten Mann ins offene Messer laufen lassen. Diese Frage wird sich der Innenminister stellen, aber nachdem ich davon ausgehe, dass das, was wir gesehen haben, eine parteipolitische Inszenierung war, gehe ich auch davon aus, dass die ÖVP davon wusste. Es ist eine Kutzpe, das ausgerechnet die jüdische Hochschülerschaft, die Arbeit jener tut, von SPÖ und ÖVP, die letzten Jahre ihre größten Feinde über die offenen Grenzen ins Land geholt haben. Aber mehr möchte ich bei aller Wertschätzung nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, jedes Wort ist da schon zu viel. Was glaubst du abschließend aber dennoch, was wird das jetzt für Konsequenzen haben? Wie wird man jetzt weitergehen nach diesem Zwischenfall? Es steht für sich. Es steht für sich und bedarf keines weiteren Kommentars. Und die Zuseherinnen und Zuseher, die Österreich politisch Interessierten, werden sich ihre Meinung daraus bilden. Ich weiß nicht, wenn man damit etwas Gutes getan hat.